Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Mangaisch. Ja, Leute, und heute hier mal aus Berlin. Berlin, Berlin. Wir fahren nach Berlin. Hintergrund: Brandenburger Tor. Ist das nicht schön? Oh, mit der Quadriga oben drauf. Mega geil. So, ja, schauen wir doch einfach mal rein, was gibt's denn heute so? Heute gibt's nach wie vor den Ark, da haben wir ja gestern schon vorgestellt. Und da habe ich ja schon gestern meine Note drauf vergeben, auf das Ding. Schauen wir doch mal, wie sieht denn das eigentlich momentan aus, was den Ark anbelangt. Ihr habt ja da schon eure Noten abgegeben. Ein Tag war ja jetzt schon drin. Da kann man mal sagen, da gibt es bestimmt schon irgendwas. Wie steht ihr denn zum Arc? Gucken wir mal. 3,92 von 5 bei 25 Votes. Also gar nicht mal so schlecht. So, dann haben wir hier die Virtual. Gestern auch bewertet. Wie sieht es da bei euch aus? Und 4,19 von 5. Alles klar. Also auch ziemlich gut. Deckt sich in etwa mit dem, was ich mir gedacht habe. Jetzt ist der Red Nose Raider zurück. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich finde den halt. Ich finde ihn strange und komisch. Ich weiß nicht, er sieht echt doof aus irgendwie, aber trotzdem finde ich ihn auch irgendwie lustig und cool und ich gebe dem Red Nose Raider, ich weiß, ich werde jetzt wieder dafür angefeindet, ich gebe dem 6 von 10. Alter Falter, Falter ist einer der beliebtesten Skins, ich weiß, ich weiß, ich weiß. So, also 4,92 von 5 bei 51 Votes. Ja, sag mal, das ist ja der Wahnsinn, der Wahnsinn. Hier auch 6 von 10 für einen Red Nose Ranger. Wie sieht's da aus? Hier 3,771 von 5. Von 5. Also nicht ganz so beliebt wie der Red Nose Raider. Nicht ganz. Nur über eine Note schlechter. So, dann haben wir hier den Shade. Und der Shade. Vorne das Venom-Zeichen da drauf. Mit der Cobra. Ja, ist ein bisschen Punk-Style-mäßig, ne? Nieten überall hier. Auf den Handschuhen, auf dem Gürtel. Sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Ohrringe. Rot gefärbte Haare, coole Frisur. Shade. Da gehen wir mal da 6 von 10. 6 von 10 für Shade. Und 3,27 von 5. Ja, 22 Votes. Jetzt haben wir hier einen neuen Emote. Den müssen wir uns jetzt mal reinziehen. So, jetzt gucken wir mal. Ich kenne den jetzt noch nicht. Macht das weg. Also das ist ja, sorry, aber das ist ja wohl der grausamste Emote, den ich hier bis jetzt so. Also ihr wisst, ich liebe Emotes in dem Spiel wirklich über alles. Über alles. Ja. Aber das Ding. Oh, Alter, da krieg ich ja Kopfschmerzen von, ey. Krieg ich Placken hier. Was ist das für eine Scheiße? Nee, sorry, aber das Ding, das grau, also den finde ich ja wirklich richtig grausam. Richtig grausam. Ich finde die Bewegung scheiße. Ich finde den Beat einfach nur zum Kotzen ätzend. Also richtig schlecht.
Und sorry, aber nee, 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 boah, nee, 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 er kriegt von mir einen von 10. Sorry, aber das ist ja der reinste Horror. Alter, gibt's auch noch kein Rating dafür. Boah, macht er. Normalerweise zeige ich ja das immer ganz gerne mit anderen Skins, aber das hier, nee, sorry Leute, das. Boah, mach die Scheiße weg, ey. Boah, Alter, ist das schlecht. Alter, ist das schlecht. Da gucke ich mir ja lieber den Warthog hier an. Ich glaube. Alter. Jetzt freue ich mich. Das ist das erste Mal, ich mich freue, den Warthog zu sehen. So. Trotzdem kriegt er von mir 0 von 10. Hier 1 gemacht von 5 bei 5 Votes. Horror. Jetzt kommt. Der Busy-Emote. Ist geil. Ich finde den richtig geil. Ja, der Busy-Emote von mir kriegt er 7 von 10. Und dann schauen wir mal, wie sind denn hier die Noten von euch dafür? 3,82 von 5. Richtig nice. Also, Busy Emote gefällt mir echt gut. Den kann man sich auch schön angucken. So, hier der Whiplash. Whiplash kriegt von mir 6 von 10. Was haben wir hier? 4 von 5 bei 35 Votes. Am 3. April 2018 ist erstmal drin gewesen. Dann haben wir hier diesen Candy Cane Banner und Cycle Model. Wir gucken uns jetzt mal an. Also okay, hier in dem, also da mit dem Kart sieht es ganz cool aus, muss ich sagen. Das sieht ganz cool aus. Könnte ein bisschen wie so eine amerikanische Flagge sein. Sorry, das sieht scheiße aus. Aber richtig. Also bei dem Fahrzeug cool, beim Gewehr, sorry, Kacke. Kacka. Kacka. Also das sage ich mal, beim Fahrzeug könnte man dem Ding wirklich mal so 8 von 10 geben und bei dem Ding uah, 0 von 10. So, ne? Wäre eigentlich ein Schnitt von 4 von 10, aber. Ich sag jetzt einfach mal, komm, wir geben dem Candy Cane, ich weiß es nicht, 5 von 10. Ich kann es überhaupt nicht. Ich weiß nicht. Es kommt halt echt drauf an. Willst du es aufs Fahrzeug packen oder nicht oder wie oder was? Also hier. 4,44 von 5 bei 16 Volts. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Würde ich mich natürlich riesig drüber freuen. Schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite mit mir, Daily Shop News, mit mir, dem Herrn Gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.